meine lieben Freunde, und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge auf der Gemeinderade hier im LS19. Jo, ich habe das mal so ein bisschen fertig gekalkt, das Feld. Der andere Kollege ist noch da hinten am Pflügen bei. Das ist aber nicht schlimm. Das machen wir gleich fertig. Also werden wir dieses Feld hier jetzt als erstes ansehen. Wir gucken mal gleich nach Missionen. Was wir denn da so Schönes hätten. Wir bringen jetzt aber erstmal den Streuer wieder weg und dann ganz entspannt. So, wo stand er denn? Hier unter, ne? Genau. So, das Ansehen kann dann aber auch der John Deere übernehmen. Der steht sonst nämlich nur so sinnlos in der Halle rum. Was ja nicht sein soll. Der hat ja auch ein bisschen Geld gekostet, ne? Dann muss er auch bewegt werden. So. Wir lassen das jetzt einfach mal so kurz hier stehen. Okay, der ist eigentlich... Ho, der fliegt wirklich bis auf den letzten Krümel fertig. Das ist ja wirklich genial. Geil. Ja, cool. Dann machen wir das da unten noch fix fertig. Na gut, dann können wir auch eigentlich erst hier ansehen, ne? An sich ist es egal, wo wir anfangen. Das ist wirklich egal jetzt. So, aber dass er es wirklich so haargenau macht, das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. So, war es jetzt auch ganz schön langwierig, ne? Ich glaube, 3 Folgen haben wir jetzt. Oder hätten wir jetzt gepflügt, hätten wir es selber gemacht. Ja, dafür sind dann die Helfer doch noch immer gut, um die schlechten Arbeiten zu machen. So, den müssen wir aber nachher einmal fix sauber machen. Sieht doch ein bisschen dreckiger aus. Ja. Den müssen wir einmal sauber machen. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich den Kercher wieder platziert habe. Da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Ich glaube, da ist mir ein Fehler unterlaufen. Ich glaube, den habe ich echt nicht platziert. Müssen wir nachher mal gleich gucken. Nicht, dann müssen wir den noch kaufen. Ich meine, ist nicht weiter schlimm. Das passiert, ne? So, hier noch. Ja, eine. Gut. So, ich wollte mal einmal kurz nach Missionen gucken. Aber nicht hier, sondern hier. Missionen. Was haben wir denn da Schönes? Haben wir irgendwas zum Düngen? Hier unten. 9000 Düngen. Ja, das ist schon mal gut. Feld 19. Wo ist denn Feld 19? Das ist ja sogar gleich hier. Jo, ich würde sagen, den Auftrag. Also den Auftrag nehmen wir schon mal an. Bevor der nachher weg ist. Den nehmen wir schon mal an. Wir hatten ja nämlich gesagt, dass wir noch ein, zwei Aufträge machen wollen. Oder es wäre mir lieber, wenn wir noch ein, zwei Aufträge machen. Warum ist das Lenkrad so weit? Aha. Okay. Na gut. Dass wir noch ein, zwei Aufträge machen. Dass das nachher mit den Kühen auch passt. Weil wir werden ja jetzt erstmal so schnell kein Geld mehr umsetzen. Wir müssen jetzt noch ansehen. Und das andere Feld, die 42, ist ja auch erst in der Anfangswachstumsstufe. Man kann es auch einfacher sagen, ja. Also es ist in der ersten Wachstumsstufe noch. Und von daher wird das so schnell jetzt erstmal nicht funktionieren, dass wir da Geld umsetzen. Und ja, ich hätte halt gerne Kühe, und da hatten wir gesagt, dass wir dann ein, zwei Missionen noch machen. Ja, darauf lief es eigentlich hinaus. Wenn wir jetzt natürlich noch den Kercher kaufen müssen, spielt uns natürlich jetzt nicht so, spielt uns jetzt nicht so gut in den Karten, aber was ist denn hier los? Ach, der Dings, der Flug ist ein bisschen breiter hinten, ne? Ja, hub mich nicht an, ich fahr schon weiter. So, kommt da was? Nö, ne? Sieht gut aus. Okay. So, den habe ich bestimmt nicht platziert, wenn. Ja.
Schande auf mein Haupt. Wirklich. Schande auf mein Haupt. Dann müssen wir das jetzt noch machen. Hier war er, ne? So, wir drehen den nochmal. So. So, da ist er. Wieder 4.500 Euro weniger. Aber wie gesagt, ist nicht schlimm. Hatte ich den Tiefenlockerer gemietet? Nee, ne? Der war gekauft. War der gekauft? Da muss ich jetzt mal kurz gucken. Ich glaube, der war gekauft. Gemietet. Nee, der war gemietet. Der war wirklich gemietet. Okay. Na gut, dann müssen wir den zurückgeben. Dann hätten wir ihn gar nicht sauber machen brauchen. Ist ja auch nicht unser, ne? Nein, Quatsch. Alles, was nicht unser ist, wird sauber gemacht und anständig zurückgegeben. Wir wollen ja unseren guten Ruf nicht verlieren hier. So, dann stellen wir den mal da rein. Und wechseln einmal das Arbeitsgerät. Jetzt müssen wir die Sämaschine auch noch wieder auffüllen, ne? Das ist immer das am neuen Spielstand. Muss wirklich alles wieder neu auffüllen. Das ist echt. Na gut. Ja, ist halt so. Es war blöd, aber man kann es nicht ändern. So, genau. Gut, dann fahren wir noch mal zur Hage. Das haben wir jetzt gelernt, dass das die gute Hage ist, wo wir hin müssen. Viel zu schnell. Und dann, wenn wir jetzt hier sind, ja gut, dann können wir ja bei der 42 anfangen. Ne, die 6 war das, genau, die 42 war da unter, die war ja schon bestellt. Genau. Fangen wir bei der 42 an und fahren dann nachher, obwohl die 48 ist ja auch gleich hier drüben, ne? Ja gut, an sich ist es ja egal. Ach, ich rede auch einfach immer zu viel. Dünnpfiff. Dann fangen wir bei der 48 an. So. Genau. So, hier war Kalk, also müssen wir das schon mal aufmachen. Das machen wir mal lieber ein bisschen aus der Außenansicht, weil, naja, man muss ja immer so ziemlich genau da unter sein, ne? Und Saatgut. Naja, gut. Also es wäre schon schön, wenn man da unter ist, weil sonst sieht das so kacke aus wie bei mir. So, wir können ja schon mal auswählen. Raps, dass wir da nachher nichts falsch machen. Hier ist aber auch an der Kreuzung ist immer reger Verkehr hier, du, meine Herren. Ordentlich was los. Gut, mehr als anfangen werden wir dann wahrscheinlich heute auch nicht schaffen. Ist aber auch nicht schlimm. Vielleicht mache ich auch das Feld dann ohne euch fertig. Und hol euch dann zum nächsten Feld dazu. Da weiß ich noch nicht, mal gucken, weil das ist ja jetzt an sich, ja, halt ansehen, ne? Ja, hat er wirklich gut gepflügt, muss man wirklich sagen. Kann man ihm nur hoch anrechnen. Wir fangen aber jetzt mal hier oben. Also wir fangen eigentlich immer hier oben an, aber sonst sind wir eine Bahn oder haben wir eine Bahn hier immer mit hochgezogen. Das machen wir mal jetzt nicht. Das fangen wir mal gleich hier unten an. Also hier oben.
Kriegen wir das auch so ein bisschen aus in Ansicht hin? Ja, ne? Die Breiten, ja, und wir müssen ja schon sehr nah am Rand ran. So breit ist das Ding nicht. Das heißt, das Ding, die Seemaschine. Die ist Leute nicht so breit. Aber so passt das doch, ne? Ja, so. So passt das. Da so schön ins Eck rein. Ja. Bisschen rüber. Es ist halt immer schwierig, wenn du so kurze Bahn hast und alles so eckig ist, ne? Das ist halt nicht so prickelnd. Ich glaube, jetzt lassen wir sogar ein bisschen was stehen hier. Also nicht, ja, wir kamen nicht bis ganz ran da, ne? Lassen wir ein bisschen was stehen hier. Das ist natürlich doof. Da fehlt ein bisschen was. Na gut, da müssen wir nachher nochmal nacharbeiten. Ist aber nicht weiter schlimm. Solange wir das wissen, kann man das alles noch regeln. Wäre schön, wenn noch so eine Düngemission reinkommen würde. Das wäre geil. Es gibt schön Geld, finde ich gut sowas. Müssen wir denn auch noch Dünger? Oh, ich glaube, Dünger müssen wir dann auch noch auffüllen, ne? Haben wir, oder nee, Dünger haben wir schon. Dünger haben wir, glaube ich, schon. Ja, Dünger haben wir ja schon. Wir haben schon die Wiese gedüngt hinten, also das haben wir schon. Das ist kein Thema. Gott sei Dank. Ich habe gedacht, da muss ich jetzt auch noch wieder investieren. Aber nein, das haben wir schon. Sieht soweit ganz gut aus. So. Dann stechen wir jetzt hier gleich ganz zurück, dass wir das dann auch noch mitnehmen. Und dann sieht das so aus, als wenn nichts gewesen wäre. Ja, müssen wir auch die ganze Bahn hier mitnehmen, ne? So. Also ich muss ja wirklich sagen, es macht ja echt schon mehr Spaß, aus in Ansicht zu fahren, ne? Es ist schon cooler. Ich meine, es ist manchmal auch ein bisschen umständlicher, aber es ist schon cooler. Es macht einfach wirklich mehr Spaß. Da kommt auch das Feeling, finde ich, mehr rüber. Weiß nicht, ist schon besser. Ich bin halt nicht so der Geduldsmensch, ne? Manchmal, wenn dann halt irgendwas nicht gleich sofort klappt, dann weiß ich nicht. Sag ich auch immer Scheiß drauf oder, ne? Aber man sollte sich dafür wirklich mal öfter die Zeit nehmen, weil das wirklich, das macht schon wirklich mehr Spaß. So. Gut, wir müssen heute aber ein, zwei Minütchen kürzer machen. Ich muss nämlich jetzt leider noch weg. Gut, viel mehr wäre jetzt aber auch nicht passiert heute. Von daher, ja, ist es glaube ich nicht so schlimm. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst auch gerne ein Abo da. Würde ich mich wirklich sehr, 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 sehr drüber freuen. Schreibt auch gerne mal ein bisschen was in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüssi!